Dann gehen wir in die Tagesordnung ein. Zwischen den Mitgliedern der Ich begrüße nun die Zuseherinnen und Zuseher, die sich von ORF 2 auf ORF 3 zugeschaltet haben. Wir berichten seit 9.05 Uhr live vom heutigen Plenartag des Nationalrats. Wir kommen nun zum ersten regulären Tagesordnungspunkt, einer Änderung der Geschäftsordnung des Nationalrats. Damit sollen EU-Abgeordnete künftig ein eingeschränktes Rederecht im Nationalrat erhalten. Konkret soll es in Europadebatten, etwa Erklärungen der Bundesregierung oder bei den aktuellen Europastunden, für einen Europamandatar pro Fraktion möglich sein, eine 5-minütige Wortmeldung abzugeben. Etabliert wird auch ein Rederecht in den parlamentarischen Ausschüssen. Eine weitere Neuerung sieht vor, dass die Nationalratspräsidentin bedeutende ausländische Politiker zur Abgabe einer Erklärung in den Nationalrat einladen kann. Ferner wird ein neuer Verhinderungsgrund für Abgeordnete etabliert. So gilt künftig nicht nur Krankheit als Entschuldigung, auch andere medizinische Ursachen sollen einen triftigen Verhinderungsgrund darstellen. Das betrifft etwa für weibliche Abgeordnete die Zeit unmittelbar vor oder nach der Geburt eines Kindes oder Reha-Behandlungen nach einem Unfall.